Herzlich willkommen bei Karmananda ganzheitlich. Ich möchte heute nochmals einen Vortrag zum Besten geben über Selen, den ich heute auf dem Ärztekongress in Baden-Baden gehört habe von einem Herrn Professor der Charité in Berlin. Ich nenne es mal keine Namen, und zwar in meinen eigenen Worten aus meinem Aufschrieb hier, ganz frei gehalten, wen es interessiert. Das sind zum Teil ganz, ganz, ganz neue Studien, die zum Teil erst letzte Woche herausgekommen sind. Und das finde ich natürlich hochinteressant. Also, ich gebe das mal zum Besten hier. Es gibt mittlerweile Selen angereicherte Äpfel, jedenfalls in Berlin. Da machen sie so Studien mit, dass sie Äpfel mit Selen anreichern, um den Selenmangel in Deutschland irgendwann mal vorbeugend prophylaktisch behandeln zu können, möchte ich mal sagen. Dann hat er gesagt, dass in Paranüssen häufig sehr viel zu viel Selen enthalten ist oder aber auch ganz wenig Selen. Und das weiß man nicht mit den Paranüssen. Deswegen kann das auch eine Gefahr darstellen einer Selenüberdosierung, die es auch gibt, hat er auch noch gesagt. Und dann würde oft vor der Seleneinnahme beim Diabetes Typ 2 gewarnt. Das wäre falsch. Ein Diabetiker Typ 2 braucht unbedingt Selen, so die Charité Berlin. Dann gibt es die Keshan-Erkrankung, Keshan Disease. Die zieht sich in einem Landstrich in China von Lhasa über Peking weiterhin nach Nordosten. Und in diesem großen Gebiet ist jedenfalls im ländlichen Gebiet ein Selenmangel vorhanden. Und das ist die Keshan-Krankheit oder Keshan-Krankheit ist eine Selenmangelerkrankung, wo viel darüber dann geforscht wird. Und da werden viele Studien gemacht, also insbesondere auf dem Land, natürlich nicht in den Großstädten. Da bekommen die Menschen ja auch andere Dinge zu essen, wo Selen dann drin ist. Und bei der Keshan-Erkrankung, bei dieser Selenmangelerkrankung, herausgefunden, Osteoarthritis, also Wachstumsstörungen mit Entzündungen der Gelenke, Autoimmuntyreoiditen, also Schilddrüsenerkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So, und warum bekommen diese Menschen diese Erkrankung bei einem Selenmangel? Da Viren diese Erkrankungen auslösen, das ist hochinteressant, unter anderem Coxsackie-Viren, und die lösen die Erkrankung dort im Organismus aus, wo ein Selenmangel da ist. Also zum Beispiel in der Schilddrüse, durch Viren ausgelöst. Das fand ich natürlich hochinteressant, dass es auch Studien gibt. Oder eben am Herzmuskel. Und man hat auch festgestellt, dass diese Viren, die diese Erkrankungen auslösen, auch bei gesunden Menschen auch vorhanden sind, aber durch ein genügendes Vorkommen an Selen im Körper eben diese Erkrankungen nicht ausbrechen. Okay? Dann haben sie untersucht Sepsis. Sepsis ist ja eine bakterielle Infektion, die sich auf den ganzen Körper ausbreitet. Und bei einer schlimmen Sepsis liegt die Mortalität, also die Todesrate, bei ungefähr 50% auf den Intensivstationen. Und jetzt haben die also Studien gemacht, und zwar ganz neue Studien, dass ein Selenmangel eine deutlich höhere Mortalität darstellt, dann widerspiegelt von einer schweren Sepsis. Und wenn eben Selen substituiert wird, oder die Menschen, die es keinen Selenmangel haben, eine niedrige Mortalität dann aufweisen. Also hat ein Selenmangel auch was mit einer bakteriellen Infektion dann zu tun, die dann gefährlich werden kann.
Aber auch bei viralen Erkrankungen ist der Selenstatus sehr wichtig. Und da gibt es eine Studie, die zeigt, bei einem guten Selenstatus eine deutlich höhere Überlebensrate bei viralen Erkrankungen. So, Moment. Okay, ich mach's mal so. Und ein Selenmangel ist auch eindeutig assoziiert mit einer höheren Mortalität bei Viruserkrankungen. Ich sag's nochmal, es sind alle Studien. Das ist ein Fachvortrag hier gewesen, gestern auf der medizinischen Woche in Baden-Baden. Also ein Selenmangel, ich sag's nochmal, es ist eindeutig assoziiert mit einer höheren Sterberate, Mortalität bei Viruserkrankungen. Und das ist eine ganz neue Studie, die ist vor einer Woche erst rausgekommen, hat der Herr Professor Kollege gesagt. Auch ein Zinkmangel würde eine große Rolle spielen in diesem Kontext. Und eine Supplementierung bei Intensivpatienten von Selen und Zink weist eine positive Korrelation der proinflammatorischen Zytokine auf, jedenfalls nach 14 Tagen. Also das heißt auf Deutsch, eine positive Korrelation der proinflammatorischen Zytokine heißt, dass die proentzündlichen Zytokine, also die eine Entzündung im Körper machen, positiv beeinflusst werden, dass die Entzündung zurückgeht, wenn man Selen und Zink substituiert. Und das Ganze wäre auch in der Schwangerschaft sehr wichtig. Das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, da erinnere ich mich jetzt aber noch dran. Er hat dann gesagt, dass sie auch in diesen Studien häufig Schwangere nehmen und die quasi, ja, wie soll ich es ausdrücken? Eine schwangere Frau hat ein geschwächtes Immunsystem, aber physiologischerweise. Okay? Also nehmen sie schwangere Frauen und nehmen die quasi als Vorbild, will ich mal sagen, für eine Erkrankung, obwohl die ja nicht krank sind. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Und dann haben sie also geschaut, wie wichtig eine Supplementierung von Selen wäre, und die wäre wohl extrem wichtig bei schwangeren Frauen. Und zwar, da ein Selenmangel das Immunsystem platt macht, unter anderem wegen der fehlenden oder nicht mehr gut funktionierenden Glutathion Peroxidase 4. Ja, da haben wir wieder das Wort Glutathion in Bezug zum Selen. Da habe ich auch schon viel drüber gesagt in den Vorträgen, die ich hier auf YouTube gestellt habe. Also eine Selen-Supplementierung stärkt definitiv in Studien das zelluläre und das humorale Immunsystem, die Immunität. Das TH1 und die TH2-Immunität, extrem wichtig, also beide, also antiviral, antikrebs und auch antibakteriell, und auch also die humorale wäre dann die mit dem Gedächtnis, will ich mal sagen, die Immunglobuline. Und die zelluläre, das wären die T-Zell-Immunität. Und das sind auch allerneueste Studien, die das zeigen. Also das Selen wirklich das Immunsystem auf mehreren Ebenen stärkt und stabilisiert. Und zwar auch bei Autoimmunerkrankungen, hat er auch noch gesagt. Auch bei Autoimmunerkrankungen wäre das wichtig. Dann hat er noch gesagt, dass in der Schwangerschaft Selen extrem wichtig wäre, da eine Selensupplementierung, so Autoimmunerkrankungen, die nach der Schwangerschaft entstehen, das gibt es nämlich insbesondere auch Schilddrüsenerkrankungen, deutlich weniger auftreten, also signifikant gesenkt werden können durch eine Selensupplementierung. Und das war eine Studie, die ist erst vor 4 Wochen herausgekommen. Und laut dem Herrn Kollege Professor wäre das quasi, ich weiß es nicht, ob er Verbrechen gesagt hat, aber es wäre also absolut nicht gut, wenn hier
tatsächlich nichts unternommen wird, weil man es jetzt weiß, weil man es sogar in Studien doch gezeigt hat. Gut, dann hat er noch gesagt, dass bei Brustkrebspatientinnen die Selengabe in Studien auch extrem wichtig wäre, wenn die Diagnose schon da ist. Er hat gesagt, die Studienlage als Prävention, da gäbe es jetzt noch nicht so viel gute Studien, hat er gemeint, aber auf jeden Fall bei Diagnose, egal ob in Chemotherapie, eine Operation, eine Bestrahlung gemacht wird, Selensupplementierung extrem wichtig bei Brustkrebs. Dann hat er noch gesagt, 1-2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, das wären so für mich, ja, ich wiege so ungefähr 80 Kilo, kann man sich dann ausrechnen, das wären dann ungefähr 100-180 Mikrogramm pro Tag. Also ich habe meinen Selenwert getestet, der liegt gut, der sollte dann auch liegen, sage ich auch noch gleich, wo der dann liegen sollte. Dann ist es auch noch wichtig, dass viele Patienten oder viele Menschen erstmal aus dem Selenmangel herauskommen müssen. Das heißt, wenn die dann 1-2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht einnehmen, aber schon stark im Mangel sind, müssen sie da erstmal herauskommen. Und auch eine Malabsorption, also eine schlechte Aufnahme im Darm, spielt hier unter anderem eine große Rolle, dass das Selen im Worst Case gar nicht richtig aufgenommen werden kann. Kann im Darm. Deswegen wäre eine Kontrolle in der Vollblutmineralienanalyse sehr wichtig. Also man soll zu Beginn dann auch mehr Selen verabreichen, bis ein ordentlicher Spiegel erreicht wurde, hat er gesagt. So, und was noch? Ja, dann hat er noch gemeint, dass mehr viele Studien aus den USA kommen und dann hier übernommen werden. Da brauchen wir aber nicht drauf warten, weil in den USA oder in Gesamtamerika, Nord- und Südamerika, haben die Menschen deutlich mehr Selen in der Nahrung drin, da die Böden lange nicht so selenverarmt sind wie hierzulande in Europa. Das predige ich ja auch schon seit vielen Jahren meinen Patienten. Dann hat er noch gesagt, dass Vitamin D, Selen und Zink definitiv antiviral wirkt. Hat er auch noch gesagt. Und da gibt es auch Studien. Und da hat sich dann zum Schluss auch noch ein Kollege gemeldet, der war dann so ein bisschen, fast ein bisschen aufgebracht. Der hat dann gesagt, er hat sich extra das Mikrofon geholt und hat dann gesagt, er hat in seiner Praxis seit 1,5 Jahren verabreicht er Vitamin D, Selen und Zink und Vitamin C seinen Patienten. Und er hat deutlich, deutlich weniger virale Infektionen und einen deutlich besseren Verlauf. Und er wollte das veröffentlichen, aber er ist nur auf taube Ohren gestoßen, so hat er sich noch ausgedrückt und hat dann den Herrn Professor gebeten, ob er mit ihm nicht ein Gespräch führen könne, noch kurz unter vier Augen nach dem Vortrag, dass er vielleicht doch mit ihm zusammen hier was machen kann. Dann hat der Herr Professor noch gemeint, ja, also die Studienlage ist schon eindeutig, also in dem Bereich, aber es wird zu wenig publiziert. Hat irgendwas von der Eminenz gesagt, dass die doch dann eher die Studien dann bekommen und er jetzt langsam so ein bisschen nachrückt mit seinen Studien oder die Studien, die er genannt hat, dass die ja nicht ganz so publiziert werden würden. So ungefähr hat er sich ausgedrückt. Ich drücke mich mal hier vorsichtig aus, okay. Dann hat er noch gesagt, dass ein Selenmethionin eher ein Reservoir darstellt, das sehe ich auch immer in Laborwerten, dass ein Selenmethionin doch eher mal gespeichert wird und ein Natriumselenit doch schneller wirken würde. Das hat er noch gesagt. Ich gebe es nur das weiter, was hier im Vortrag erwähnt wurde. Dann noch ein, wenn man einen Selenwert hat von 45 Mikrogramm im Labor. Das wäre dann ein massivster Mangel, 90 Mikrogramm geht so, hat er gemeint, so lala, das sehe ich ja häufig bei meinen Patienten, 90 plus minus und 130-160 wäre dann sehr gut, da funktioniere auch die Glutathionperoxidase dann sehr gut, die auch was mit den Mitochondrien zu tun habe oder hat und das erreichen aber nur maximal 10% der
Menschen in Deutschland. Also ich denke, das war es jetzt, gell? Ich denke, dass das die Relevanz einer Selenssupplementierung hier ist ganz klar zum Ausdruck kommt und das ganz klar gezeigt wurde in diesem Vortrag, für mich jedenfalls, dass es extrem wichtig ist und dass nochmals auf eine Selensupplementierung jetzt auch im Bezug zu der augenblicklichen Situation, möchte ich mal sagen, doch extrem wichtig ist. Und auch auf das Zink und auf das Vitamin D sollte geachtet werden und Vitamin C. Gut, ja, so viel dazu. Und ich habe in alter Manier, weil ich ja hier schon oft war in Baden-Baden, hier die Audioaufnahmen auch mal bestellt. Da muss ich auch Geld dafür zahlen, natürlich, aber ich kann die als Audioaufnahmen bestellen und ich habe da so ein paar schöne Vorträge noch bestellt, die ich jetzt nicht gehört habe, wie zum Beispiel die Toxikologie und Immunologie von Tattoos. Krank trotz Wohlstand, wie kann das sein? 5G und kein Ende, krank durch Strom und Strahlung. Naturheilkunde ist Naturwissenschaft, 5 Nobelpreise. Eiweichspeicherkrankheit, Durchblutung und Durchsaftung. Von der Wissenschaft in die ärztliche Praxis, Patientenbeispiele und so weiter. Da habe ich also einige Vorträge bestellt. Der Einfluss von Antibiotika und PPI, also Protonenpumpeninhibitoren, auf unser Mikrobiom, das metabolische Syndrom. Also tolle Sachen hier, praxiserprobte Therapiekonzepte bei Urogenitalsyndrom, also unter anderem chronische Blasenentzündungen und so weiter. Also super Vorträge hier, die ich mir dann auch noch im Nachhinein dann anhöre. Ich habe schon sicherlich mindestens 200 Vorträge aus den letzten Jahren, die ich mir immer wieder anhöre. So lerne ich natürlich auch dazu und ich lerne das ja quasi dann auswendig. Und es hat mir jetzt auch was gebracht, dass ich den Vortrag hier nochmal rekapitulieren durfte in diesem YouTube-Beitrag hier und hoffe, dass ich ein bisschen aufklären konnte, ein bisschen eine gesundheitliche Bewusstseinserweiterung bringen konnte. Und wie gesagt, es sind aktuelle Studien, ganz, ganz, ganz aktuell und das darf man sich ruhig auch mal zu Herzen nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und ich wünsche allen eine gute Gesundheit und ein Bewusstsein für das Leben hier auf Erden. Danke.